So, ihr Lieben, heute schauen wir ins Tarot der weißen Katzen. Welche Tageskarte bekommen wir denn für heute? Dankeschön, da ist sie schon. Der Mond. Also, erstens mal sind die Fische heute besonders begünstigt, weil das, liebe Fische, ist eure Karte. Zweitens kann der Mond für einige von euch bedeuten, und damit meine ich jetzt alle Sternzeichen, dass gewisse Dinge noch im Unbekannten liegen, ja, dass gewisse Dinge sich noch nicht gezeigt haben. Vielleicht wartet ihr auf ein Ergebnis, das kann das Ergebnis sein von einer Prüfung, die ihr abgelegt habt, dass ihr wartet auf eure Note. Es kann sein das Ergebnis von einem gesundheitlichen Test, den ihr aufgegeben habt, dass ihr wissen wollt, was kommt davon für ein Ergebnis raus. Es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel Bewerbungen verschickt habt und ihr wartet jetzt bei einem bestimmten Arbeitgeber darauf, dass er euch zu- oder absagt. Das heißt, gewisse Dinge sind erst im Kommen, sie sind noch sozusagen am Köcheln, das Ganze ist noch nicht gar. Für andere von euch heißt das wiederum, dass ihr sehr gut Acht geben solltet auf eure Intuition, also auf eure intuitiven Eingaben. Das heißt, heute bitte achten auf eure Träume. Was habt ihr letzte Nacht geträumt? Was träumt ihr in der nächsten Nacht? Vielleicht am besten gleich aufschreiben und über die Symbolik im Traum nachdenken. Und sonst kann es auch noch bedeuten, dass euer eigenes Unterbewusstsein euch gewisse Messages schicken möchte, eben über Träume oder über gewisse Eingaben, die ihr plötzlich bekommt, ja, gewisse Einsichten, die sich plötzlich einstellen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und wir sehen uns morgen. Tschüss!